Moin aus Berlin, Sulzul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, wenn wir das Haus hier so angucken, dann hat Lena tatsächlich das größte Zimmer. Muss man eben gucken, kann man eigentlich... Das können wir besuchen, aber kann man hier nicht eigentlich auch Land kaufen zum Beispiel? Ich meine, hier jetzt groß anbauen wäre ja gar nicht möglich. Und wenn wir sehen, dass wir hier schon seit Generationen mit diesem dusseligen Grabstein hier im Garten stehen. Da sind schon Jahre vergangen. Ach so, Moment. Wo ist denn unser Lenchen? Wir müssen uns ja hier mit dem weiter gutstellen hier. Bleib mal stehen, ey, du Eimer. Komm mal her. Oh, er geht direkt zu uns, du. Über Interessen reden, komm her. Sag mal, marschierst du eigentlich überall einfach so rein? Aber er ist herzlich willkommen anscheinend. Tabe Fondo Babekala. Schupasa! Achso, den haben wir herbeigerufen deswegen. Ja, ich merke schon. Mit Puppen spielen, mit hier, Stefan. Stefan, wir spielen jetzt mit Puppen, komm. Stefan, komm, Puppen spielen. Stefan? Komm, Stefan. Stefan setzt sich an den Computer, das ist nicht wahr, so ein Nerd. Guck mal. So eine Maschine hat er natürlich nicht. Mehr Ausweis können wir mit ihm noch machen. Aber wir müssen uns mit dem mal anfreunden hier. Das ist ein richtiger Nerd, ne? Guckt euch den mal an. Warum spielst du eigentlich Tetris und nicht ETS 2 oder Sims 4 oder Landwirtschaftssimulator? Oh ja, über Erwachsene lustig machen ist immer cool. Das machen wir jetzt. Wie sie schaut, ey. Es ist ja mega. Die ganz ehrlich, ich finde so die Anis hier bei Sims 4 finde ich ja genial, ne? Sie kriegt ja richtig mit, was ihre Sache ist, ne? Damit ihr sonst noch was machen. So, und pass auf, wenn Lena gleich aufsteht, die räumt dann wieder den ganzen Scheiß weg, ne? Habe ich eigentlich schon gesagt? Ganz ehrlich, ich bin manchmal sowas von vergesslich, ne? Däumchen während Träumchen, Abo noch für schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr könnt natürlich gerne meinem Twitch-Kanal folgen. Wenn ich das in dieser Folge schon gesagt haben sollte, dann entschuldige ich mich jetzt ganz herzlich dafür.
bin manchmal etwas verstreut. Ich sollte mir das hier aufschreiben und abhaken, wenn ich es gemacht habe. Es ist echt schlimm langsam. Ist Lena wieder wach? Nö. Dauert auch noch eine Weile, glaube ich. Oh, die hat echt das größte Zimmer, ey. Das ist unglaublich. Und schon Parfüm und so ein Kram. Gut, ein Handy hat sie ja auch. Aber wir bräuchten eigentlich mehr Geld, wenn wir hier noch... Aber wir können, ja, sehen, wie man ein Grundstück kaufen kann. Dann müssten wir irgendwie an Geld kommen, das wir anbauen können. Oh, Chorg. Ist er weg? Okay. Ach, sie kann auch mit dem Sensenmann plaudern. Ja, das ist ja cool. Können wir mal machen. Entschuldigung. So, was macht sie jetzt? Pass auf, ich bin jetzt sehr gespannt. Sie ist ja sehr, sehr sozial. Ob sie jetzt tatsächlich wieder hergeht und alles aufräumt. Okay, also erstmal geht's offensichtlich... Oh je, sie badet freiwillig. Das ist, ganz ehrlich, da kommt kein Jugendamt mehr. Bei der nicht. Bei der nicht mehr. Da haben wir das mit dem Jugendamt erledigt. Das Kind kann für sich... Oh Gott, ist die selbstständig. Unwohl, weil? Wegen was? Wegen schmutzig. Also sie mag es nicht, wenn hier Geschirr rumsteht. Das ist, oder beziehungsweise wenn die Wanne schmutzig ist. Das ist ja interessant. Wann muss die eigentlich zur Schule? Dreiergrundschülerin. 7 Stunden bis zum Unterricht. Hausaufgaben. Wo kann sie denn Hausaufgaben machen? Ach. Bücher kaufen. Oh, lass doch mal den Teppich liegen. Wo kann sie denn Hausaufgaben machen? Ein Computer? Oder kann ich das dann später erst machen? Wenn sie dann wirklich zu... Aus der Leistung, okay. Also sie räumt wieder auf jeden Fall. Muss jetzt noch rauskriegen, wie sie Hausaufgaben machen kann.
Repariere nicht freiwillig die Wanne. Ich bin gespannt, ob dieses Kind auch die Wanne putzen würde aus alleine. Hände waschen. Holt sich was zu essen. Wie ist das überhaupt mit denen hier? Guck mal. Befallen Narbel. Then that, yips. Trangela Shopsim. And we're no Lumbic. Marie Hilgers. Chinosa. Da passiert nichts mehr. Die lebt jetzt unendlich oder so ähnlich. Chebadu Mushka Garul. Varik Uribea Quexi. Ach, sie kann die Wanne gar nicht putzen. So sieht's aus. Da boy wo. Wo ist das denn her? Wo hat sie das Ding denn jetzt hergeholt? Zerstören? Nein, mein Grabstein wird nicht zerstört. Ja, so lautet die Inschrift, weil ich da liege. Daran liegt das. So, pass auf, wir machen das jetzt Ganze mal hier schneller. Wir sind auch gleich schon tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ich bin gespannt. 7 Stunden, die muss ja gleich quasi zur Schule. 2 Stunden bis zum Unterricht. Gucken, ob das funktioniert. Also sie geht auf jeden Fall zur Schule. Gut, die ist zur Schule. Perfekt. Kann sie irgendwas in der Schule machen? Offenbar nicht. Wäre jetzt schön gewesen, da Leute kennenzulernen oder so, ne? Komm mal rüber. So, liebe Leute, aber wie es hier weitergeht nach dem Kloputzen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann kommt auch Lena von der Schule zurück. Dann schauen wir, wie sie Hausaufgaben machen kann. Und in diesem Sinne würde ich bis dahin erstmal sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ja, und bis dahin dann erstmal ciao, ciao, macht's gut, ne? Tschüsschen. Ja, bin Minak.